Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Funny Bakery, die Social Media Agentur. In diesem Video geben wir euch vier wichtige Tipps, mit denen ihr die Bilder-SEO für eure Webseite optimieren könnt. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ein Text ohne die passenden Bilder ist so langweilig, denn diese lockern den Text auf und können zusätzlich informieren. Außerdem lässt sich durch Bilder aber auch zusätzlich Traffic gewinnen, denn wenn es gut läuft, dann ranken die Bilder auch in der Bildersuche von Google. Damit ihr eure Bilder-SEO verbessern könnt, haben wir jetzt vier wichtige Tipps für euch. Erstens, Keywords sind immer Bestandteil von SEO, weshalb ihr auch bei der Optimierung eurer Bilder keine kryptischen Namen verwenden solltet. Verwendet das Hauptkeyword im Namen des Bildes, um der Suchmaschine das Einordnen des Bildes zu erleichtern. Bleibt also bei der Benennung möglichst eindeutig und geht nicht so sehr ins Detail. Verwendet auch keine Sonderzeichen, sondern nur Kleinbuchstaben und nutzt für die Worttrennung einen Bindestrich. Tipp Nummer 2. Bildgröße, Dateiformat und Dateigröße sollten angepasst werden. Die Größe der Bilddatei wirkt sich besonders auf die Ladezeit eurer Webseite aus. Sollte eine Webseite aufgrund von zu großen Bildern zu lange laden, dann verlassen User diese schnell wieder. Eure Dateigröße sollte deshalb 300 KB nicht überschreiten. Als Format für eure Fotos solltet ihr JPEGs bevorzugen, da diese eine schnelle Ladezeit haben. PNGs sind für Logos gut geeignet und GIFs können für Animationen verwendet werden. Für die mobile Ansicht eurer Webseite kann es außerdem vorteilhaft sein, die Bilder in einer anderen Ansicht zu hinterlegen. Außerdem werden Bilder im 4:3 oder im 16:9 Querformat besser in der Google-Bildersuche gerankt als Bilder im Hochformat. Tipp Nummer 3: Bildunterschriften mit Hauptkeyword. Eine Bildunterschrift, die das Hauptkeyword enthält, kann auch für ein besseres Ranking bei der Bildersuche sorgen. Hier sollte darauf geachtet werden, dass ihr neben den wichtigsten Keywords auch den Bildinhalt in einfacher Formulierung beschreibt. Und zuletzt Tipp Nummer 4. Fügt ein Alt-Attribut hinzu. Ein Alt-Attribut oder auch Alt-Text genannt, ist der Textteil, der angezeigt wird, wenn ein Bild auf der Webseite nicht geladen wird. Hier sehen User dann nicht nur ein leeres Feld, sondern auch eine Beschreibung. Im HTML hinterlegtem Text sollten die Bildinhalte deshalb möglichst genau beschrieben werden. Achtet dabei darauf, dass die wichtigsten Keywords enthalten sind und dass der Alttext zwischen 3 und 6 Wörtern lang ist. Und das waren auch schon unsere 4 Tipps. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesen weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie doch in die Kommentare oder meldet euch bei den Experten von die Bakery. Falls euch das Video gefallen hat, gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.